Ja, das ist nochmal gut gegangen gestern. Bundesweit hatten ja zahlreiche Schulen Droh-E-Mails erhalten. Allein in Leipzig gingen bei 9 Schulen entsprechende E-Mails ein. Wer sie verfasst hat, ist immer noch unklar, aber die Polizei war vor Ort und hat teilweise die Schulhäuser durchsucht. Von offizieller Seite wurde eingeschätzt, dass keine unmittelbare Gefährdung bestand, aber frei nach dem Prinzip, man weiß ja nie. Der Verfasser der Droh-E-Mails hatte sich immerhin auch auf den Terrorverdächtigen El-Bakr bezogen. Waren die Beamten da? Und die Aufregung war groß. Bei den Eltern, die die Nachricht gehört hatten, bei den Lehrern auch und natürlich bei den Kindern, die informiert worden waren. Das allerdings ist nicht an allen Schulen passiert. Dafür hatten dann die WhatsApp-Gruppen am Nachmittag der Schüler. Die steckten voller Gerüchte und Vermutungen. Wie also umgehen mit solchen Bedrohungslagen? Darüber bin ich jetzt im Gespräch mit Dr. Jens Hoffmann. Er ist Leiter des Instituts für Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt. Herr Hoffmann, ich habe das Szenario ja kurz geschildert. Wie hätten Sie denn als Lehrer oder Direktor einer solchen Schule reagiert? Also ich denke, es ist wichtig, dass man sozusagen in Friedenszeiten da eine Sprachregelung erarbeitet, gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern. Und das Wichtigste ist, bei einer Krisenlage Klarheit zu schaffen. Im Sinne von, dass man sagt, okay, die Polizei ist eingeschaltet, das wird gerade bewertet und da kümmert sich jemand drum. Das ist eben ganz wichtig, das zu sagen, sowohl natürlich in Richtung der Eltern, der Lehrer, aber natürlich auch der Kinder. Mhm. Also das ist, Sie halten das wirklich für eine wichtige Sache. Ich meine, da steht natürlich ohnehin ein Polizeiauto vor der Schule. Viele Kinder sehen es, manche vielleicht auch nicht. Das heißt, der Lehrer sollte sich vor die Schule stellen und sagen, passt auf, so und so schaut's aus. Wie sollte das laufen? Genau, also sehr konkret, dann, dass die Lehrer die Schüler ansprechen. Die sind natürlich dann auch überfordert, wenn die nicht vorher schon mal ein Briefing gehabt haben, wenn das nicht mal intern diskutiert wurde auch. Weil wir wissen, Unsicherheit produziert Angst. Da kommen ganze Fantasiewelten auf, was da alles Schlimmes passieren kann oder was vielleicht auch schon passiert ist, das kennen wir immer wieder. Und deswegen ist praktisch schnell, klar, gezielt Informationen geben, sagen, was man weiß und was man nicht weiß. Das ist die richtige Strategie, die auch ein Sicherheitsgefühl wieder hervorrufen kann. Mhm. Gut, Sie sagen, sie kann auch wieder ein Sicherheitsgefühl hervorrufen. Auf der anderen Seite wird Ihnen vielleicht mancher Lehrer sagen, Moment mal, da verbreite ich doch jetzt hier viel mehr Angst und Aufregung, als eigentlich notwendig ist. Naja, das ist ja ein bisschen immer so ein Fehlschluss, wenn ich sage, na, ich spreche lieber nicht darüber. Und Sie haben es ja gerade auch gesagt, das macht ja die Runde über die WhatsApp-Gruppen alles. Das heißt, die Information ist ja schon im Raum, in der Luft. Dann ist es auf jeden Fall besser, sozusagen eine Meinungsdeutung, eine Hoheit auch mit praktisch zu erobern, indem man sagt, okay, so ist jetzt der Stand, das passiert gerade. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt alle auch Polizei ist auch dabei, wir sind eigentlich alle gut geschützt. Das schafft da mehr Sicherheit, als das zu verschweigen. Da kommen gerade erst die Ängste und die Fantasien und die Gerüchte. Hm. Wie schätzen Sie das ein? Sind die Lehrer auf solche Situationen eingestellt oder fehlen da Schulungen? Also die Lehrergewerkschaft fordert sowas zum Beispiel heute. Ich glaube, dass das sinnvoll ist, dass dort auch Lehrer geschult werden. Aber ich glaube, da muss man jetzt nicht praktisch eine mehrtägige Schulung veranlassen, sondern das ist bestimmt sinnvoll, mal in einem Vortrag, in einem sozusagen Input bei einer Lehrerversammlung das mal vorzustellen, aber auch klarzuziehen. Da muss der Direktor auch sagen, so machen wir das auch. Also nicht, dass da jeder praktisch seine Privatmeinung einbringt und der eine macht so und der andere so. Und eben da auch gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern möglichst klar und einfach eine Handlungsanweisung. Warum? Wenn so eine Drohung im Raum steht, habe ich vielleicht Sorge, Angst und das bedeutet Stress. Unter Stress kann ich nicht gut nachdenken. Mhm. Und deswegen ist das sinnvoll. Am besten, die Schulen haben ja Krisenteams und Krisenordner, dass man dort das auch nochmal gewissermaßen zusätzlich hinterlegt. Aber wichtig ist auch das Gespräch des Direktors, der Direktorin mit den Lehrern und eine klare Verhaltensfestlegung, was die dann machen sollen. Mhm. Gibt es da eigentlich so ein Krisenszenario? Also wenn ich das jetzt auf den gestrigen Vorfall übersetze, dass man sich sagt, naja, ich schließe mal lieber die Klassenzimmertür zu. Sicherlich, da gibt es ja auch klare Krisenpläne. Was eben wichtig ist, was wir manchmal sehen, manche Schulen, da weiß das jeder, da ist die Schulleitung ja auch in der Verantwortung. Das wird auch mal geübt ohne Schüler, also das auch zuschließen und die Alarmierung. Und andere haben es irgendwo stehen und dann weiß es natürlich keiner. Also schon wichtig, dass die Schulleitung die Verantwortung auch trägt. Sollte man vielleicht auch mal nachfragen als Eltern. Macht ihr da was? Habt ihr das geübt? Hm. Oder habt ihr nur irgendwann einen Ordner, den im Zweifelsfall keiner findet? Das wäre natürlich dann problematisch. Hm. Dann steht natürlich immer noch die Frage, wie sage ich denn dem Kind? Das ist mit Sicherheit natürlich altersabhängig, ja. Aber da fragt man sich natürlich auch, was sollte das Kind wissen? Was braucht es eigentlich nicht wissen? Also ich denke und wie Sie sagen, das ist auch altersabhängig.
man sollte dann nicht gleich anfangen mit, es gibt jetzt, in den letzten Jahren gab es ganz viele Amokläufe, sondern es, sagt, es gibt seltene Fälle, wo Menschen oder jemand auch praktisch aggressiv und gewalttätig wird, passiert aber ganz, ganz selten und dafür praktisch wappnet man sich. Also nicht praktisch die Gefahr größer machen, auch als sie ist, das wäre ganz wichtig. Ja, wir haben heute auch in diesem Falle heute Morgen in der Redaktion überlegt, ob wir dieses Thema nochmal behandeln. Es ist ja gestern also nichts wirklich passiert. Aber einfach den Fakt an sich, sollte man informieren, wie sollte man informieren, das wollten wir schon bringen. Auf der anderen Seite, machen wir jetzt hier eigentlich auch Unfug, wenn wir das schon wieder ins Radio bringen und sorgen wir für Nachahmungen? Genau, das ist die Ambivalenz, die da ist. Zum einen gilt es natürlich auch, es war in der Öffentlichkeit, es hat beunruhigt, da muss man drüber berichten. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Ansporn, wenn ich weiß, ich schreibe einfach ein paar E-Mails, schreibe einen Terroristennamen rein und dann auf einmal praktisch ist ein Riesenauflauf, Unruhe, dass praktisch solche Sachen, wo man mit einem geringen Aufwand das erreichen kann, das natürlich strahlt auch einen Reiz aus. Ich denke, was wichtig ist, dass man da auch immer sagt, wenn jemand dabei ertappt wird, erwischt wird, dass das wirklich, wirklich teuer zu stehen kommt, also dass man das nicht als Bagatelle abtut, sondern sagt, da haben Menschen Angst, da muss die Polizei eingesetzt werden, das kostet viel Geld, besorgt viel Unruhe, das ist kein Lausbubenstreich, sondern das ist eine ernsthafte Sache und dann sollten auch wirklich klare Konsequenzen erfolgen. Also, wenn ich das kurz auf den Punkt bringen kann oder kurz zusammenfassen darf, in Friedenszeiten, wie Sie so schön sagen, in Friedenszeiten darüber reden, die Szenarien absprechen und auf jeden Fall informieren, ist eine ganz wichtige Sache. Genau. Also, wie umgehen mit Bedrohungssituationen an Schulen, wie gestern in Leipzig zum Beispiel. Darüber haben wir gesprochen mit Dr. Jens Hoffmann. Er ist Leiter des Instituts für Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt. Haben Sie recht herzlichen Dank für diese Informationen. Sehr gerne.